nicht nehmen. Ich finde einfach, man sollte kleinere YouTuber auch mal fördern und nicht immer nur die großen. Wenn ich mir da zum Beispiel die MyVideo-Werbung anschaue, da wird dann halt gleich mal ein Werbespot gedreht und hin und her, nur weil es da jetzt Gronkh und Sarrazar drin sind. Ja, finde ich schade, dass man da nicht mal kleinere Leute dann auch nimmt und sagt, ja, hey, macht doch ihr so mal was und ja. Finde ich ein bisschen schade, aber kann man auch nichts dran ändern. Naja, ich habe ja ein paar genannt. Vielleicht wollt ihr die euch ja auch mal angucken. Ja, klar. Sind auf jeden Fall toller. Also fallen sie auf jeden Fall persönlich total. Ja, ich werde mir die auf jeden Fall auch mal anschauen. Mal schauen, wie die Leute da so sind, die du jetzt hier genannt hast. Und wie du siehst, ich baue hier einen kleinen Tisch und habe natürlich nur drei Dinger gemacht hier. Vor allem ein kleiner Tisch, der sieht ganz schön groß aus. Ich finde, ein Zweisitzer hätte gereicht. Findest? Ja. Dann machen wir doch einen Zweisitzer draus. So. Ich finde, das wirkt dann nicht so platzeng, denn halt. Das stimmt. Ja, hast schon recht. Dann kannst du vielleicht noch an den Seiten, dann da, wo die Gläser sind, dann halt noch irgendwie eine Blume hinmachen oder so. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und jetzt muss ich hier schon wieder eine Druckplatte machen. Weil ich das immer verballer hier. Ach, Mann, das wollte ich doch gar nicht. So. Hey. Also. Nee, das wollte ich auch nicht. Ah, das wollte ich. Das wollte ich. Machen wir mal zwei Stück noch, dass wir mal eine auch irgendwie auf Vorrat haben. Ich muss mein Inventar auch mal wieder leeren. So Zeit, war? Ja. Schon gar kein Platz mehr hier. So ein Mist. So ein Mist. So. Was haben wir das schon mal eingerichtet? Wir sollten eventuell. Oh, hier ist Glas weggeschossen hier. Ich finde es natürlich immer so lustig, wenn man dann jetzt hier oben drauf geht, die Geräusche immer. Dieses Klick, Klick, ja. Ja, ja. Ich finde es lustig. Hey. Klick, klick, klick. So, dass ja auch alles nachher schön beleuchtet ist. Und das mal so. Das ist eine schöne Beschäftigung, die ganze Zeit drauf rumzulaufen. Ha? Hast du verstanden? Nee. Ich habe gesagt, das ist auf jeden Fall eine schöne Beschäftigung, wenn man da drauf rumläuft. Ja, auf jeden Fall. Also die Leute, die Langeweile haben, hiermit könnt ihr euch eindeutig beschäftigen. Ja. Naja, jetzt sieht das Ganze da. Kann man ein schönes Candlelight-Dinner draus machen. Sehr schön. Kannst du deinen Freund gleich einladen? Ja, eben. Den werde ich eh nochmal hier ins Let's Play noch mit reinzerren. Dass er hier auch nochmal mit kommentiert. Ich werde hier auch überall jetzt nochmal Fackeln aufhängen. Das sieht natürlich auch ein bisschen komisch aus hier. Aber ja, was ich machen wollte, einen Raum werde ich doch gleich diesen hier nehmen. Da werde ich jetzt noch ein paar Kisten reinmachen. Und eine Werkbank und sowas, dass ich hier das Ganze mal ein bisschen aufgeräumt habe. So ein Lagerraum oder wie? Ja, genau. Ah, ich bin gut. So eine Art Lagerraum, das stimmt. Ja, weil das ist immer so viel Mist drin. Ich sehe schon, ich muss wieder Holz sammeln gehen. Aber ich brauche die Kisten auch ganz einfach, weil langsam wird es doch ein bisschen viel. Brauchst du denn auch sowas wie Gronkh, den er gerade sucht, hier so ein Aufräumer, der für dich dann hier einmal mal ins Let's Play kommt und dann alles Mögliche aufräumt? Och, das eigentlich weniger. Aber wäre eine Möglichkeit wert. Eine Möglichkeit wäre es auf jeden Fall, ja. Aber ist natürlich die Sache, ich glaube kaum, dass Gronkh jemand von den kleineren YouTubern nimmt und da wirklich aufräumen lässt. Nee, die dürfen, so wie ich mitbekommen habe, auch gar nicht drehen oder so. Die dürfen einfach mal im Hintergrund einfach mal aufräumen. Okay. Ja, also die werden da nicht mit reingenommen oder so. Also, tja, finde ich zwar ein bisschen schade, aber
Ja, eben. Weil vielleicht kommt da jemand, der halt noch nicht so bekannt ist, so wie du halt mal. Nehmen wir jetzt dich mal als Beispiel. Ja. Und der kann vielleicht auch mal ein bisschen größer dann halt werden dadurch. Und das finde ich halt dann so ein bisschen schade. Ja klar, das ist ja das, was ich vorher meinte. Die Großen werden immer bekannter und immer bekannter. Und die Kleinen, die bleiben dann irgendwo am Ende. Und das ist das, was mich auch ein bisschen annervt. Dass man dann die Kleineren auch nicht einfach unterstützt. Oder mal sagt so, ja, hey, komm, wir nehmen mal zusammen auf, bist ganz sympathisch, aber nein, sowas gibt's da ja nicht. Aber naja, was will man machen? Zwingen kann man die Leute eh nicht. Bitte? Zwingen kann man die Leute ja eh nicht. Ja, eben, das ist wahrscheinlich das Problem. Einfach mal so Gronkh zu einer Aufnahme zwingen, wäre doch auch mal ganz lustig. Ja, auf jeden Fall. Ey, du musst jetzt mit mir aufnehmen. Das wär's. Das wär's wirklich. Oh Mann. Mann. So, dann mal schon mal hier 4 Kisten. Dann fange ich mal an, hier ein bisschen aufzuräumen. Ich muss auch mal schauen, wie macht man denn überhaupt Schilder? Stäbchen. Unten in der Mitte unten und dann, ich glaube, die oberen 6 dann halt ausfüllen. Ich glaube, so war das. Okay, gucken wir doch mal. wie war das, ein Stäbchen? Stäbchen und dann so die letzten oberen 6 dann ausfüllen. Oh, ich habe nicht mehr genug. Doch, ich habe noch Holz. Gut. Ah, ja, cool. Dankeschön für den Tipp. Bitteschön. Ja, das ist, wenn man Minecraft noch nicht so lange spielt, ist es dann manchmal doch ein bisschen blöd, wenn man dann dasteht und so, ich weiß ganz einfach nicht, wie das funktioniert. Aber. Ich kenne das. Holz. Hauen wir hier einfach mal Holz rein. So. Ja, alles was Holz angeht, packen wir jetzt mal hier rein. Sollen wir, ja, Leitern tun wir auch mit rein, Zaun tun wir auch mit rein, Falltür tun wir mit rein. Ist ja schließlich alles aus Holz, nicht wahr? Ja. Ja, so ist das. Was ist, wenn du zwischen den Kisten einen Block drüber dann halt so eine Kiste noch machst und darunter eine Leiter? Du kannst Leitern ja umdrehen mittlerweile. Echt, das weiß ich gar nicht, wie das geht. Ja, du musst einfach nur die untere Kiste irgendwie anfassen können. Okay. Na, so viel habe ich ja noch nicht. Das soll ja jetzt eigentlich nur so ein kleines Quartier werden. Mhm. War ja nur ein Hinweis. Hätte ja möglich sein können. Ja, klar. Das auf jeden Fall. Das habe ich auch schon mal gesehen, dass die Leute das dann wirklich in die Wand reinmachen und du zwar sich der Deckel dann nicht öffnet, aber du dann trotzdem auf die Kiste zugreifen kannst. Meinst du das? Ich jetzt nichts. Nein, einfach nur einen Block höher. Letzten so eine einzelne Kiste. Ach so. Das muss ich dir das irgendwann mal zeigen. Ja, wahrscheinlich. ich muss wieder in die obere. Oh, scheiße. Eise. Oh ja. Bei mir gibt's Eise. Wer will, hat noch nicht. Ja. So, dann haben wir Eisen. Gold. Und so weiter. Puff. Fertig. Tun wir das mal nicht. Oh, ich soll nicht drauf kloppen. Haben wir hier schon mal Eisen? Siehst du mal, wenn du in der Aufnahme bist, bringe ich hier doch einiges zustande. Normalerweise blödel ich hier immer irgendwie rum. Aber naja, hier haben wir auch noch Holz. Aber das machen wir nachher. Die blöden Pfeile hier. Kannst du mit Pfeil und Bogen schießen in Minecraft? Gar nicht. Da treffe ich immer daneben. Das kenne ich nämlich irgendwo her. Ich kann das gar nicht. Ich habe es einmal probiert. Nee. Muss ich nicht unbedingt haben. Nee, da läuft man lieber mit einem Schwert rum und schlachtet die so ab. Na eben, denke ich doch auch. Haben wir hier noch? Ah, hier haben wir noch Gold. Du hast Eisen noch bei dir drin. Ah, stimmt. Siehst du?
Tja. Ha. Was mache ich jetzt eigentlich? Wo ist eigentlich mein Ofen hin? In deiner Tasche. Ja, ich hatte zwei Ofen. Nee, hast du doch da. Weil hier ist ein... Ach, oh Gott. Ja, wie war das mit ein bisschen Blödheit gesegnet heute? Oh Mann. Sollen wir das Gold mal gleich hier schmelzen? Das Eisen? Packen wir dann auch mal gleich hier rein. So. Mach doch neben der Werkbank, also neben, auf der anderen Seite noch die anderen. Ja, die kommen dann nach oben mit. Oder eventuell baue ich hier nochmal an. Gute Frage, das weiß ich noch gar nicht genau. Was haben wir denn hier noch? Steine. Steine. Dann klatschen wir hier mal Steine rein. Einfach Steine, ne? Scheißegal, was für welche. Einfach Steine. Bei mir sind es einfach Steine. Oh Mann. Und wie gesagt, wie du... Was sind das für schreckliche Musik? Du lässt sie laufen, nicht ich. So, jetzt haben wir was anderes. So, haben wir hier schon irgendwas? Nö. Nö, haben wir nicht. Dann... Ach, ich muss hier echt ausmisten. Ja, scheiß Knochenzeug, ey. Ja, wobei, da können wir... Kann ich mal... Hunde suchen. Ich habe ja schon mal welche gefunden gehabt, aber... Ja... Ich finde Katzen viel süßer. Also die Hunde sehen immer so wichtig nicht. Also die sehen immer so komisch aus. Ja, das stimmt. In Minecraft sehen die ein bisschen komisch aus. Hast du eigentlich Haustiere? Nein, ich habe keine Haustiere. Keine? Aber ich hatte mal welche. Okay. Wir haben ja einen Hund. Den hört man heute gar nicht. Normalerweise bellt sie immer in die Aufnahme rein. Wir haben eine Malteser-Hündin. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Gar nicht. Ne, das sind so kleine Weiße. Ich weiß nicht, hast du Google oder sonst was offen? Ja. Muss mal schauen. Das ist ganz klein. Das ist eine richtig, wie heißen die nochmal? Malteser. Einfach mal hübsch. Oh, die sind ja niedlich. Ja, die wiegt jetzt etwas über 3 Kilo oder nicht mal 3 Kilo. Ich habe momentan mit ihr ein bisschen das Problem, dass er kaum was frisst, also ich muss es schon fast zum Fressen zwingen. Oh. Ja, irgendwas stimmt da momentan nicht. Das ist natürlich auch das Problem, dass mein Göttergatte ihr immer zwischendurch was gibt. Und wer hat dann wieder die Probleme, das Ganze wieder hinzubiegen? Natürlich ich. Ja, Männer und ja. Ja, das ist natürlich das, ich kann natürlich jetzt, ich meine, ich lasse da schon ab und zu auch mal was runterfallen, so ganz aus Versehen, aber wenn man das halt nonstop macht, merkt man dann halt doch, dass er nicht fressen will. Hm. Das ist dann doof. Ja. Das ist richtig doof. Mal zum Arzt gehen. Ja, ich war mit ihr schon mal beim Arzt, aber der hat auch gemeint, man muss es halt beobachten. Ich meine, fressen tut das Luder schon, aber nicht immer. Die hofft halt immer wirklich darauf, dass er dann von uns was bekommt. Naja, ein Versuch ist es ja wert, ne? Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird für dich jetzt bestimmt gerade langweilig sein. Oh ja, schon wieder so ein Zombie, ey. Halt die Klappe hier. Ich finde das nicht langweilig. Ich finde das ganz lustig, was du hier für Müll fabrizierst. Immer hin und her rennen. Und hier haben wir noch mehr Erde. Bop. 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 Wir haben ja auch einen Haufen Mist. Ich glaube, ich komme mit den Kisten gar nicht klar. Oder vielleicht wird das Ganze hier auch wirklich nur ein Lagerhaus. Hm. Könnte auch sein. Daneben baust du ein riesengroßes Schloss. Ja, das habe ich ja. Wenn du bei mir bei Folge 3 mal reinschaust, da siehst du das Schloss, das ich auf Kelturios Server gebaut habe. Das war okay. Jetzt dann halt im Creative Mode. Da habe ich ein kleines Schlösschen hingemacht. Weißt du, was ich jetzt mache? Hier vorne steht noch eine Kiste. Die kloppe ich jetzt weg. So, dann stelle ich hier jetzt nämlich nochmal eine hin. Ach nö, das wollte ich nicht. Nein! Wo ist eigentlich meine Axt? Meine Hacke. Hier.
Mensch, immer Axt und Hacke. Da habe ich immer so Probleme mit, das manchmal auseinanderzuhalten. Ja, was wollte ich jetzt? Achso, Truhe. Truhe, Truhe. Siehst du, jetzt haben wir hier einen Arsch voll Truhen. Immer im gleichen Abstand. Nur, was machen wir mit der hier? Werkzeuge oder Pflanzen oder so? Stimmt. Hier haben wir Erde.